Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von Mario 64 DS. Wieder aus meiner neuen Wohnung. Ja, das ist eine Sache, die ich noch in den nächsten Parts immer mal wieder erwähnen werde, weil es absolut skurril ist und crazy für mich, auf einmal in einer neuen Wohnung zu sein. Als jemand, vor allem auch in der neuen Stadt, als jemand, der 27 Jahre in der gleichen gelebt hat. Wir spielen aber heute Mario 64 DS weiter, auch mit etwas crappiger Audio. Das wird uns noch ein paar Wochen leider begleiten, denn meine Möbel kommen erst in den nächsten, ein bis zwei Wochen. Aber wir wollen heute in Tiny Huge Island weiterspielen. Und hier gibt es quasi drei Gemälde in diesem Raum. Es gibt dieses kleine, es gibt dieses mittelgroße und es gibt dieses sehr große. Und ihr habt es gerade schon gesehen, ins mittelgroße komme ich nicht rein. Aber ins kleine komme ich rein. Und auch sozusagen, das Bild erklärt, glaube ich, schon ganz gut, um was es geht. Es geht nämlich in dieser Stage darum, dass es sie zweimal gibt. Ne? Und zwar einmal in klein, in dieser Version sind wir jetzt gerade, und dann nochmal in groß. Da können wir dann auch noch hinswitchen. So, und während wir jetzt diese Stage hier ein bisschen abschließen, ne, will ich mit euch ein bisschen über meinen Umzug reden, denn es ist viel passiert. Es ist wirklich sehr gut. Zack. Ja, sehr, sehr nice. Ich habe viel gelernt, ich habe viele verrückte Dinge tun müssen und vor allem von einer verrückten Sache will ich euch heute erzählen. Das habe ich nämlich gerade jetzt vor dieser Aufnahme gemacht. Ich habe gebohrt. Ich habe sehr viel gebohrt und ich bin ehrlich zu euch, ich habe in meinem Leben vielleicht zweimal gebohrt. Das war jetzt aber nichts Aufwendiges, das war meistens einfach nur ein kleines Loch in die Wand, damit ich ein Bild aufhängen kann oder so, ne, mit irgend so einem 6mm Bohrer, irgendwie sowas in die Richtung. Aber jetzt ging es nämlich richtig zur Sache. Ich habe mich aber auch vorher gut ausgerüstet. Ich weiß nicht, vielleicht alle Männer von euch, vielleicht versteht ihr das, oder vielleicht auch werkzeugbegeisterte Frauen, ne? Who knows? Ich glaube aber schon, dass Handwerken tendenziell eher männerdominiert ist, aber ich meine, es gibt auch genügend Frauen, die Spaß am Heimwerkern haben. Ich habe Werkzeug gekauft und es ist, ich liebe es, Werkzeug zu kaufen. Warte mal, jetzt habe ich den falschen Stern ausgewählt. Werkzeug kaufen macht richtig, richtig dick Laune. Vor allem, weil Werkzeug so eine Sache ist, die kaufst du einmal und im besten Fall, wenn du gut gekauft hast, hast du es dein Leben lang. Und genau das habe ich auch gemacht. Ich habe nämlich schon seit einiger Zeit einen Akkuschrauber, aber der kann wirklich nur, Schrauben irgendwo reindrehen. Also der dreht sich einfach auf normaler Drehgeschwindigkeit und du ersparst dir damit dieses ätzende Schraubenziehergedrehe. Aber wenn du natürlich in eine Wand rein willst, gerade wenn es eine Betonwand ist oder eine Ziegelwand oder irgendwie sowas in die Richtung, da ist der natürlich viel zu schwach. Und dann dachte ich mir, es wird mal Zeit, Hübi, dass du eine Bohrmaschine besitzt. Und dementsprechend, gesagt, getan, Freunde, habe ich mir eine Bohrmaschine gekauft. Und ich war erstmal komplett überfordert, ne? was ist überhaupt eine richtige Bohrmaschine? Und dann gibt es eigentlich in Deutschland, ich glaube, wenn es um Werkzeug geht, nur zwei Qualitätsmarken. Also klar, es wird mehrere geben, ohne Frage, aber zwei, die man, glaube ich, allgemein kennt. Das ist einmal Hilti. Aber Hilti ist, glaube ich, wirklich so richtig oversized. Also Hilti ist, glaube ich, eher wirklich für Leute, die mit Handwerkern ihr Geld verdienen oder die wirklich, wirklich viel Heimwerkern. Also Hilti ist so quasi das Apple, ne, das Apple der Handwerksprodukte. Du zahlst viel Marke, kriegst aber auch einfach verdammt viel Qualität dafür. So, ich glaube, ich brauche den hier gar nicht. Oder Bosch. Und ich glaube, Bosch ist so ein bisschen die Variante, die, sage ich mal, für die Leute gut ist, die gern heimwerkern, aber jetzt nicht viel heimwerkern oder keine Ultra-Profis sind. Und da habe ich mich gesehen. Also ich wollte schon Qualität kaufen. Na, also ich finde, gerade bei Werkzeugen muss man schon aufpassen, dass man was Gescheites hat, dass es auch langlebig ist. Weil ansonsten gilt auch wie hier immer der Satz, kaufst du billig, kaufst du zweimal. Und ich dachte mir, nee, ich will jetzt hier einmal was kaufen, was richtig gut ist. Und dann habe ich mir eine Bosch Professional gekauft. Und ich glaube, Bosch Professional ist tatsächlich relativ strong. Also Bosch hat quasi so zwei Marken. Und das sind quasi einmal so die grünen Marken und einmal die blauen. So kann man es, glaube ich, bezeichnen. Also sie haben quasi zwei Produktlinien. Ich glaube, die grünen Bosch-Produkte sind eher ein Tick günstiger. Und die blauen Produkte sind ein Tick teurer. Dafür sind sie angeblich besser. Ich weiß es nicht, okay? Ich stecke da viel zu wenig drin. Aber ich dachte mir, nee, ich will was Gutes. Deswegen habe ich mir eine blaue Bosch-Maschine gekauft.
Um genau zu sein, eben eine Bosch Professional. Ich bin tot, ne? Eine Bosch Professional, keinen Schimmer, ne? Irgendwas, das war ganz, ganz cool. Die war auch nicht ganz günstig. Was heißt nicht ganz günstig? Wie viel habe ich gezahlt? Ich habe 200 gezahlt, irgendwie so um den Dreh. Aber es war geil. Es war geil. Ich habe eigentlich nur zwei Dinge an die Wand gebohrt. Das eine war recht entspannt. Ich habe so Boxen von meinem Surround-System habe ich an die Wand gebohrt. Zwei davon habe ich auf Ständern stehen, weil mein Sofa frei im Raum steht. Da ist nichts mit viel an die Wand bohren. Also quasi die beiden, die hinter meiner Couch stehen. Aber quasi die beiden Boxen, die neben dem Fernseher sind, der auch an der Wand hängt, Spoiler, habe ich eben zwei Boxen da hängen. Und da musste man insgesamt pro Lautsprecher vier Löcher bohren. 6 mm, Freunde, Steinschlagbohrern. ich hab's genau im Kopf. Und ja, das war relativ stressfrei. Aber dann kam es eben noch dazu, ich wollte auch meinen Fernseher an die Wand schrauben. Und der Fernseher ist recht heavy, der ist recht groß. Das ist ein Philips 75 PUS. Digga, schlag mich tot, ne? Irgendwas. Da ist der wunderbare Stern. Und ja, der wird dann quasi mit so einer Art Metallgestell an die Wand gebohrt. Und dieses Metallgestell ist relativ groß und es muss natürlich auch massiv an der Wand befestigt werden, dass dieser große Fernseher da auch hängt. So, und dafür habe ich eben passende Schrauben und passende Dübel gebraucht. Und bei so normalen Bohreraufsätzen für Bohrmaschinen, ich habe mir so ein Bohrer-Set gekauft. Also, quasi, man muss ja da wirklich unterscheiden. Es gibt einmal den Bohrer. Es gibt die Bohrmaschine, das ist das, was jeder kennt, die macht, und dann gibt es noch den Bohrer. Und der Bohrer ist eigentlich nur der Metallaufsatz, ne? Dieser Metallstift, den du vorne in die Bohrmaschine packst, ne? Je nachdem, welche Breite du haben willst vom Loch, welches Material du bohrst und so weiter. Und was ist überhaupt eigentlich mein aktueller Stern? Oh, das ist das Race mit Cooper, alles klar. Und um dann das quasi da festzubohren, also habe ich mir, beziehungsweise zum Umzug habe ich mir so ein Bohrer-Set gekauft. Da sind Metall, Holz und Steinbohrer drin. Ich glaube von jeweils 1 oder 2 bis 8 mm. Ich glaube 8 mm ist meistens so das Breiteste, was man bohrt. Aber für die, ich muss mit Mario das machen. Okay, wisst ihr, was wir dann machen? Dann machen wir einen anderen Stern. Da probiere ich jetzt nämlich, ob ich da rüberkomme. Sehr schön. Very nice. Oh ja, da sind wir. So, alles klar. Ne? Ich habe mir so ein Set gekauft. Das heißt, ich hatte da mehrere Bohrer für Metall, Stein, Holz. Eben bis 8 mm. Für die Wandhalterung des Fernsehers brauche ich aber dickere Schrauben. Ne? Das muss stabil sein. Dementsprechend war ich im Baumarkt. Ich muss halt echt zugeben, ich bin echt ein Volltrottel, ne, was so Handwerkern angeht. Also ich bin wirklich kein guter Handwerker. Ich heimwerke sehr wenig. Prinzipiell macht es mir Spaß, aber trotzdem heimwerke ich sehr wenig. Warte mal, wir müssen da rüber, ne? Hierfür. Pass auf, wir probieren es einfach mal. Ich heimwerke sehr wenig, aber ich würde es gern lernen. Also ich wäre einfach gern ein besserer Heimwerker. Ich glaube, so kann man das wirklich nennen. Jawohl, das hat geklappt. Und da war ich im Baumarkt und war so, okay, die Löcher in meiner Wandhalterung, beziehungsweise, ne, da sind so vorgebohrte Löcher in dieser Stahlhalterung, okay, die sind ungefähr so groß, ne, nimmst du mal eine 10 mm Schraube, so dicke, ne? Und dann habe ich mir da aber gleich so ein idiotensicheres Set gekauft, wo Dübel und Schrauben gemeinsam drin waren, weil ich dachte mir, ey, jetzt kaufe ich Trottel mir dann wahrscheinlich gleich Schrauben und dann haben die Dübel nicht die passende Größe. Wobei das echt kein Hexenwerk ist, muss man auch ehrlicherweise zugeben. Aber es war halt relativ neu für mich. Ich habe nicht so viel geheimwerkert. In meinem Studio und in meiner anderen Wohnung habe ich mir viel helfen lassen von Leuten, wo ich wusste, dass sie es können, aber so, ich dachte mir, jetzt ist der Moment gekommen, wo ich mir das selber beibringe. Also, ich kaufe mir so ein fettes Schrauben- und Dübel-Set, weil wirklich solche Oschis, solche langen Schrauben, 8 Stück davon mit passenden Dübeln. Und ich habe dann natürlich auch einen 10 mm Bohrer gebraucht. Ja, also ich wirklich im Obi gewesen, habe mir so einen riesen 10 mm Bohrer, so einen richtigen Oschi gekauft. Ja, und dann muss man natürlich auch immer so ein bisschen rausfinden, wo darf man bohren. Es gibt ja so Regeln. Nicht senkrecht und waagrecht von Steckdosen und Lichtschaltern und allem drum und dran, weil da meistens die Kabel entlanglaufen, also niemals über oder neben Steckdosen und
Aua! Nein, 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 ich brauch die Cap, ich brauch die Cap, ich brauch die Cap. Nein, niemals über oder... Oh, Bruder, oh, Bruder. Oder neben Lichtschaltern und Steckdosen und anderen elektrischen Dingen. Oh nein, ich verkack das Rennen. Ich verkack das Rennen, ne? Oder? Ja, ich kann mich gleich töten. Geil. Wow, das habe ich großartig gemacht. Ja, und aber weil ich eben schissrig war und bisher noch nicht so viel geheimwerkert habe, dachte ich mir so, komm, deckst du dich gleich mit gutem Werkzeug ein? Da habe ich mir auch noch so einen Kabelsucher gekauft. Das ist so ein quaderförmiges Gerät. Mit dem kannst du so an der Wand entlang suchen. Und das piept rot, wenn es, glaube ich, Kabel, Metall oder boah, noch irgendwas findet. Ne? Eigentlich Sachen, die du eben nicht reinbohren willst. Du willst eben im besten Fall nur in Stein bohren. Oder irgendwie halt in die Wand. So, und das habe ich immer so genommen und ich habe dann auch so ein paar Testläufe gemacht und habe dann zum Beispiel eben über Steckdosen mit dem Gerät gesucht. Das hat auch perfekt rot gepiept. Na, also ich war dann wirklich so, okay, ja doch, überall da, wo es rot piept, habe ich auch Kabel vermutet. Nur scheint zu funktionieren. So, dann bin ich aber jetzt am Start. Ich will meinen Fernseher an die Wand bohren. Ich halte meine Halterung schön hin, denke mir so, ja, da will ich den Fernseher haben. Da haue ich mir die Halterung in die Wand. Und nehme dann natürlich auch wieder mein Kabelsuchgerät. Oh, Bruder, das läuft wieder gar nicht gut. Nehme dann also auch mein Kabelsuchgerät, halt das so an die Stelle hin, wo ich gerne meine Halterung bohren würde. Und dann blinkt es rot. Ja, normalerweise, wenn es irgendwie Metall oder Kabel ortet, piept es nur und leuchtet durchgängig rot. Und da blinkt es rot. So piep, 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 piep. Normalerweise macht es so piep. Und ich so, hä, what the fuck? Schau dann in der Anleitung nach und da steht dann, ja, wenn es rot blinkt, dann ist da Spannung. Und ich war so, Digga, was? Warum ist da Spannung? Dann habe ich die Sicherung rausgemacht, ne, war da keine Spannung. Aber der hat auch nichts anderes geortet, er hat grün angezeigt. Sprich, er hat keine Kabel, kein Metall geortet. Aber sobald Strom auf der Wand, beziehungsweise sobald ich die Sicherung wieder reingemacht habe, hat quasi die ganze Wand rot geblinkt. Und dann war ich so, wie kann denn das sein? Wie kann denn eine Wand an einer Stelle, wo keine Kabel sein müssen, ne? Wie kann die unter Spannung sein? Da ist noch Ziegel in der Wand. Und dann, ich bin am Googeln und ich hab mich halt echt nicht so wirklich getraut. Ich war mir fucking unsicher so. Was ist, wenn ich da jetzt mein 10mm Bohrer reinschaller? Oh, by the way, Klepto, der ist neu hier in dieser Welt, der fliegt da rüber, dann düse ich da auch mal hin. Wenn ich da jetzt mein 10mm Bohrer reinschaller, Und dann kriege ich einen Stromschlag oder so. Dann habe ich mal geguckt, so was zur Hölle, so, was passiert denn? Oder wann zeigt ein Kabelfinder Spannung an, wenn er eigentlich nichts findet? Und dann haben die halt gesagt, das kann so ein Altbauproblem sein. Na, dass da entweder, Bruder, ich komme nicht an diesen Klepto ran. Dass es eben entweder so ist, dass, irgendwie das Material in der Wand irgendwie ein bisschen leitend ist und dass eben sobald Strom läuft, dann da minimale Spannung in der Wand gemessen wird, was aber nicht weiter schlimm ist. Oder was eben auch sein kann, ist, dass da so eine Art, ach, verdammte Axt, dass da irgendwie so Magnetfelder oder Induktionsfelder oder sowas entstehen, die dann gemessen werden. Weil es war wirklich, der hat mir die ganze Wand als elektrisch leitend angezeigt. Also, hä, das kann gar nicht sein. Und da war ich irgendwann so, ich habe nochmal gegoogelt und da habe ich jetzt auch nichts gefunden, wo so stand, ah nein, auf gar keinen Fall da bohren. Da war ich so, komm, fuck. Na, ich vertraue jetzt auf meinen Menschenverstand und bohre jetzt an der Stelle. Aber ich bin eben auch ehrlich, ich hatte auch Schiss. Ich hatte auch wirklich Schiss und habe dann auch so geguckt, okay, ne, was passiert, wenn du ein Kabel anbohrst? Und dann habe ich so geguckt und dann, ja, ne, 230 Volt können das maximal sein, was auf so einer Steckdose drauf ist. Oh, Bruder! Okay, ich hab ihn. Und wie sicherst du dich da am besten? Dann stand halt auch, ne? Am besten Gummihandschuhe und nicht an der Wand abstützen und am besten auf Plastik stehen. Und dann wirklich ich, ne? Arbeitshandschuhe an. Und ich habe dann nochmal meine Straßenschuhe angezogen mit dicker Sohle. Und dann auch noch so Styroporplatten unter mich gelegt, dass ich auf gar keinen Fall leitend bin. Und ich hätte und laut Internet dann auch noch nicht an der Wand abstützen und was weiß ich, ne? Und ich glaube, ich stand da wie der letzte Volldepp mit meinen Schuhen, mit meinen Handschuhen, mit Styropor unter meinen Füßen, ne? Und dann, ich meine, ich sitze hier, deswegen kennt ihr den Ausgang der Story, Freunde. Es hat alles einwandfrei funktioniert. Ich sitze noch hier, mir geht's gut. Ich habe 8 fette Löcher in die Wand gebohrt, meine Dübel reingehauen. Und es hat einwandfrei funktioniert. Also,
Happy End. Der Fernseher hängt und der sieht scheiße episch aus. Ich bin auch wirklich echt stolz darauf. Ich weiß, es ist nichts Besonderes. Jeder Heimwerker denkt sich jetzt so, ja, Bro, du hast halt einen Fernseher an die Wand geschraubt. Aber ich denke mir so, Alter, ich habe mit meinem eigenen Werkzeug, ne, mit meinem selbst gekauften Werkzeug, habe ich jetzt zum ersten Mal so richtig, in Anführungszeichen, aufwendige Heimwerker-Tätigkeit gemacht, wo ich auch mir Mühe gegeben habe und wo ich mit dem Ergebnis zufrieden bin. Und ich freue mich über so Kleinigkeiten, okay? Ich finde sowas verdammt nice. Und wenn ihr Heimwerker seid und sowas jeden Tag macht, dann Glückwunsch, jetzt haltet euer Maul, lasst mir mein Erfolgserlebnis. Ja, aber das war ziemlich nice. Ich habe auch schon halt übertrieben viele Möbel mittlerweile auch schon aufgehangen. Und was nicht alles ist, also nicht aufgehangen, aufgebaut. Also wirklich, ich heimwerke extrem viel. Der Umzug war auch unfassbar anstrengend, aber da kann ich vielleicht sogar noch mal irgendwann gesondert drüber reden. Also ich habe wirklich den Aufwand eines Umzugs massiv unterschätzt. Holy shit, ist ein Umzug aufwendig. Ja, aber Freunde, es hat alles geklappt und es war sehr, sehr schön. Und jetzt hängt der Fernseher und meine Boxen hängen. Jetzt habe ich ein richtig schönes Heimkino. Also natürlich kein Kino. Ja, mein Gott, ich habe einfach einen großen Fernseher an der Wand mit schönen Boxen. Aber der Sound klingt richtig fett. Ich habe auch schon Game of Thrones geguckt. Oh, schön, wenn da so Schlachtsound von hinten kommt und alles. Schon verdammt. Och, nee! Okay, danke, Digga. Das ist sehr korrekt. Das ist schon sehr, sehr episch. Und ich freue mich jetzt schon. Wenn ich Oh, Digga, wirklich? Oh nein. Aua. Ich freue mich jetzt schon, wenn ich irgendwann mal jemanden einladen kann und dann sage ich, hey Bro, komm, lass uns einen Film gucken oder lass uns eine Serie schauen. Und by the way, der Fernseher war gar nicht so teuer. Also ich glaube, der Nachteil an dem Fernseher ist, dass er, glaube ich, ach Digga, dass er einen recht hohen Stromverbrauch hat. Ich glaube, deshalb war er verhältnismäßig günstiger. Och, Bro, ich spiele gerade wirklich idiotisch, ne? Und by the way, ich bin nicht auf 60 FPS. Ich spiele auf ganz normalen 30, also das ist jetzt hier nicht mal eine Ausrede. Aber die Steuerung zackt so unfassbar. Also ich versuche das eben immer mit den Themen zu überspielen. Aber wirklich, ich finde die Steuerung ganz, ganz, ganz schlimm. Die ist wirklich... Bro, wie willst du den denn von hinten grabben? Danke. Ja. Oh, na, aber... nicht weiter ragen, Freunde, nicht weiter ragen. Ja, aber es hat alles geklappt. Und mein Fernseher hängt, mein Surround-System hängt, meine Couch steht. Und ja, es ist verdammt cool. Ich freue mich schon, wenn ich Leute einladen kann und mit denen dann einen schönen Filmabend verbringen kann. Genau, beim Fernseher war ich. Genau, der war gar nicht so teuer. Der ist wirklich sehr, sehr groß. Ich weiß nicht, hat der 80 Zoll? Irgendwie, ich glaube, der hat 80 Zoll. Und dann auch so Hintergrundbeleuchtung. Das ist halt das Geile an Philips-Fernsehern. Ich glaube, Philips hat tatsächlich ein Patent auf dieses eingebaute Ambilight in ihren Fernsehern, ne? Also, dass der Fernseher quasi an der Wand genauso leuchtet wie das Bild an der Stelle. Gibt es mittlerweile auch 1000 Systeme, mit denen du das bei anderen Fernsehern nachrüsten kannst, ne? Also, du kannst ja dann einfach, glaube ich, so eine LED-Leiste, dann, glaube ich, per HDMI so ein bisschen an den Fernseher anschließen und über die HDMI-Daten kann dann diese LED-Leiste auch genau auslesen, wann sie wie leuchten muss. Aber ich glaube, Philips hat eben das Patent darauf, dass sie das nativ in ihre Fernseher einbauen dürfen. Also, dass dann die LEDs wirklich im Fernseher verbaut sind. Und das fand ich so cool. Und da habe ich mir den dann geleistet. Und der hat, glaube ich, 980 gekostet. Also für einen Fernseher der Größe und mit der Bildqualität mega, mega, mega geil. Wie gesagt, wahrscheinlich zahlt man so ein bisschen diesen niedrigen Preis über die Stromkosten dann ab, weil der, glaube ich, halt doch überdurchschnittlich viel Strom verbraucht. Aber ich dachte mir, ich gucke eh nicht so viel fern. Ich hänge eh fast ausschließlich an meinem Rechner. Also die paar Mal, wo bei mir der Fernseher läuft, ist mir dann, glaube ich, auch nicht so wichtig, dass der ein bisschen mehr Strom verbraucht. Weil, ja, na, was soll's. Oh, den kann ich gar nicht schaden. Okay, machen wir mal so. So, ja. Very nice. Und ich glaube, normalerweise kosten im Fernseher dieser Größe, kosten halt, glaube ich, schon... Normalerweise 1,5 bis 2 auf jeden Fall. Deswegen dachte ich mir echt so, Junge, das ist ein krasser Preis, ne? Ich brauche den. Und ich bin mega happy. Ja, und das habe ich auf jeden Fall jetzt hier vor der Aufnahme hier gemacht. Und ich bin sehr, sehr glücklich, wie sich das Ergebnis jetzt am Ende, wie es rausgekommen ist. So, jetzt muss ich aber echt mal ganz kurz gucken, ne? Wie es jetzt hier für mich am besten weitergeht. Also...
Normalerweise muss man jetzt, glaube ich, hier irgendwo mit einem Bonbon reden, dass der einem hier vorne die Kanone aufmacht. Ich bin aber ehrlich zu euch, ich weiß nicht, wo der Bob-Omb ist, der mir die Kanone aufmacht. Ja. Hm? Wobei, kann der hier oben sein? Ich weiß nicht, leicht kann er da oben sein, aber ich komme leider nicht. Okay, ich glaube, da muss ich jetzt den gefährlichen Weg gehen. Ich glaube, das hilft jetzt nichts, Freunde. Ich glaube, ich muss hier rüber. Auch wenn ich hier nicht hin mag. So, aber das hat schon mal ganz gut funktioniert. Da ist noch ein One-Up drin. So, hier aufpassen. Mhm. Ja, ich krieg's gerade nicht besser hin, aber lieber kriege ich jetzt, als dass ich abstürze. Aber es fühlt sich schon geil an. Also wenn man sowas heimwerkert und das funktioniert dann auch, ist es schon episch. Das Einzige, was beim Bohren wirklich Mist ist, meiner Meinung nach, ist, dass du halt so viel Dreck danach hast. Na, also... Das kannst du halt... Oh, Bruder. Das kannst du halt nicht leugnen. Du bohrst da halt rein und da kommt halt dann alles Mögliche aus der Wand. Da kommt Putz raus. Da kommt jetzt... In meinem Fall kam da Ziegel raus. Also Ziegelstaub. Und das pustet jetzt einmal durch den ganzen Raum. Es gibt dann zwar auch so richtig teure so Absaugaufsätze, die du dann quasi so an deine Bohrmaschine ranmachen kannst. Dass dann quasi direkt alles, was da rausgepustet wird, direkt abgesaugt wird. Das habe ich jetzt aber nicht. Also bei mir hat sich das halt alles über den Boden verteilt und das muss jetzt im Nachhinein dann aufgesammelt werden. Das ist das einzig Blöde beim Bohren. Und was ich beim Bohren auch hasse ist, du hast halt nur diesen einen Versuch. You only got one shot, wie Eminem sagen würde. Wenn du halt falsch bohrst oder einen Fehler machst oder dich vermisst oder was auch immer, dann ist halt Feierabend. Ne? Das Loch ist in der Wand und dann, wenn du das wieder zuhaben willst, musst es halt irgendwie mit einem Möbelstück zuhängen. Oder du musst halt dann Putz anrühren und verputzen und das ist halt irgendwie nicht so geil. Also ich finde, dass sich sehr schön. Ich finde, dass sich Bohren sehr bestrafend anfühlen kann. Beziehungsweise es ist sehr gruselig, weil du weißt, okay, wenn ich jetzt irgendwas falsch mache, so das Loch wird an der Stelle in der Wand sein. Und das kriege ich dann nicht so raus. Ich meine, wenn du mal einen Nagel falsch in die Wand haust, das ist halt nicht so schlimm. Weil so ein kleines Loch von dem Nagel. Da passiert nicht viel, da kannst du... Also meistens sieht man es gar nicht. Und selbst wenn man es sieht, kannst du da, glaube ich, auch einfach ein bisschen weiße Farbe drauf tun. Ich hole nochmal die 8 Roten. Ich hasse die Steuerung. So, Freunde, ich habe gerade gesehen, man kann tatsächlich ja auch hier oben am Gitter klettern. Das macht es natürlich nochmal deutlich einfacher, sich hier an der Stelle von A nach B zu bewegen. Ne? Und deswegen habe ich jetzt über die Klettermethode auch schon da oben die rote Münze geholt. Und dann können wir das jetzt einfach so hier easy abschließen. Ne? Sehr geil. Ja, aber schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr zum Heimwerkern steht. Also ich glaube, das ist auch so sehr altersabhängig. Ich meine, ich bin jetzt auch schon fucking 27 Jahre alt. Ich komme mir so alt vor, es ist schlimm. Aber ja, ich glaube, viele haben in meinem Alter definitiv schon mehr geheimwerkert als ich. Ich glaube, es gibt ja auch viele, die halt schon eine Ausbildung in die Richtung machen. Zum Elektriker, zum Schreiner, was es nicht noch alles gibt. Weiß nicht, Steinmetz? Gibt es eine Ausbildung zum Steinmetz? Wahrscheinlich schon, ne? Es muss ja eigentlich für jedes Material, muss es ja einen passenden Job geben. Und die werden dann natürlich jetzt wahrscheinlich lachen und sich denken, oder die Leute, die auf dem Bau arbeiten, ne? Die sind natürlich dann so, ja, voll entspannt. Bruder, was laberst du? Bist stolz, dass du den Fernseher aufgehangen hast. Aber ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch viele von euch, ne, die, keine Ahnung, studieren, die, wie ich, einen technischen Beruf gemacht habe. Also die irgendwo in die Informatik gegangen sind, wo sie eher Schreibtischhocker geworden sind. Und es gibt noch tausend andere Berufe, in denen du jetzt nicht viel heimwerkerst. Schreibt mir doch gerne mal, wie ihr dazu steht. So, heimwerkert ihr gerne? Würdet ihr vielleicht gerne noch mehr heimwerkern, als es jetzt schon tut? Habt ihr auch schon so ein paar schöne Erfolgserlebnisse? War richtig geil, ne? Bohrmaschine gekauft, in den Baumarkt gegangen, passenden Bohrer mit Dübeln und Schrauben und dann ausgemessen reingebohrt. Alles hat funktioniert und der Fernseher hängt und du siehst direkt das Ergebnis von dem, was du gebaut hast. Ah, das ist schon geil. Habt ihr da auch so Erfolgserlebnisse? Dann schreibt mir das gerne mal. So, Regler Bro. Der ist ein bisschen sauer, dass wir eben seine Wohnung geflutet haben. Das finde ich, by the way, auch in der DS-Version sehr schön. Ihr habt es nämlich am Anfang gesehen. Ja, am Anfang war es quasi so, dass sich Wiggler beschwert hat, dass sie seine Wohnung geflutet haben. Und es ist eben auch
so ist unser Tropfen von seinem Gesicht runtergeflossen. Also man hat eben direkt gesehen, dass man durch die Stampfattacke, die man davor gesetzt hat, dass mir wirklich Wasser reingedroppt hat. Ich fand, in der N64-Version war das so ein bisschen lost. Und ich finde es auch geil, dass er rot wird bei seinem letzten Leben. Also der Kampf wurde meiner Meinung nach deutlich besser gemacht als in der N64-Version. So, und das, Freunde, war der letzte Stern aus Tiny Huge Island. Und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen, Freunde. Das war Mario 64 DS mit meiner kleinen Heimwerker-Story. Ich werde jetzt wahrscheinlich erstmal ein paar Möbel verrücken gehen, ein bisschen aufräumen. Und dann weiter für euch aufnehmen. Danke fürs Zuschauen. Großes Dankeschön noch an Hygris Ski, JT90 und Lord Dark Flu für euren dicken Support. Thanks, guys.